Bisher wurde Max immer nur von seiner Mutter Vokabeln abgehört. Doch was, wenn die mal keine Zeit hat? Und wie kann man noch besser und effektiver lernen als mit der Mama? Was benötigt man? Das ist relativ einfach. Man braucht einen Karteikasten mit 5 Fächern, Karten, einen Stift und natürlich Vokabeln. Wie funktioniert das System? Zunächst einmal, du musst jeden Tag lernen. Zuallererst schreibst du jede Vokabel einzeln auf eine Karteikarte, vorne in der Fremdsprache, hinten auf Deutsch. Die kommen dann in die Vokabelbox. Wir erklären das Geheimnis der 5 Fächer. Neue Kärtchen kommen ins Fach 1. Fach 1 musst du jeden Tag bearbeiten. War die Antwort richtig, wandern das Kärtchen in das nächste Fach. War die Antwort falsch, bleibt das Kärtchen in Fach 1. Alle anderen Fächer werden erst bearbeitet, wenn sie fast voll sind. Alle richtig beantworteten Kärtchen wandern in das nächste Fach. Alle falsch beantworteten Kärtchen wandern zurück ins Fach 1. Oder ganz kurz, bei richtig ins nächste, bei falsch zurück in 1. Damit das Ganze funktioniert, musst du dich an 4 Regeln halten. Erstens, bilde einfache Sätze mit der neuen Vokabel und lerne sie nicht einzeln. Zweitens, beschrifte die Karten oben, dann kann man gleich sehen, was darauf steht. Drittens, vermeide Fehler, zum Beispiel bei der Rechtschreibung. Und viertens, schreibe sauber und ordentlich. Wenn du mehr der Computerbenutzer bist, dann gibt es eine ähnliche Lösung im Internet unter www.focker.net, die kostenfrei ist. Vorteile wären, du kannst immer und überall lernen, wo Internet ist, deine Rechtschreibung wird automatisch überprüft, du kannst dich nicht selber mehr beschummeln und du kannst es auf dem Handy überall nutzen und es gibt klare Statistiken. Die Nachteile wären, du bist fest ans Internet gebunden, du hast nichts, das du anfassen und mitnehmen kannst und das Einpflegen neuer Wörter ist teilweise langwieriger. So, if you learn your words by heart, you are able to watch this video in English. Click here. Wenn du das alles beachtest, dann steht dem erfolgreichen Lernen nichts mehr im Weg.